Der Kronprinz von Dubai, Scheich Hamdan, ist weltweit beliebt. Er ist reich, schön und romantisch. Es gibt die Meinung, dass Prinz Hamdan nur wegen seines Reichtums und des Einflusses seiner königlichen Familie berühmt geworden ist. Er kann sich nicht nur jeden Gegenstand leisten, sondern auch die Aufmerksamkeit und Liebe der Öffentlichkeit erkaufen. Es gibt jedoch auch diejenigen, die behaupten, dass der Prinz nicht wegen seiner Milliarden geliebt wird, sondern wegen seiner menschlichen Qualitäten. Verdient Prinz Hamdan wirklich allgemeine Verehrung, oder ist dies ein großartiges Ergebnis einer PR-Kampagne? Was tut der Prinz ständig, um Menschen zu inspirieren und ein gutes Vorbild zu sein? Wir werden dies jetzt erzählen. Und Sie werden auch erfahren, wie Hamdan seinen Spitznamen Fazza erhalten hat. Es war eine ganze Geschichte, über die wir in diesem Video berichten werden. Lassen Sie uns beginnen. Im Internet sieht man oft Fotos und Videos von Prinz Hamdan inmitten von Fans. Er unterhält sich gerne mit ihnen und lehnt nie ab, Fotos mit ihnen zu machen. Die Fans bemerken, dass der Prinz immer freundlich lächelt und höflich zu jedem ist, im Gegensatz zu einigen anderen. Auf seinem Instagram teilt Scheich Hamdan regelmäßig Fotos und Videos, auf denen er von Kindern umgeben ist. Jüngere Schwestern, Brüder und Neffen sowie seine eigenen Kinder. Selbst während Veranstaltungen oder wenn er draußen ist, widmet er den Kindern Aufmerksamkeit und unterhält sich gerne mit ihnen. Das ist so süß. Everyone, happy face, and then angry face. Wohltätigkeit ist eine der wichtigsten Lebensprioritäten von Prinz Hamdan. Er unterstützt mehrere Wohltätigkeitsorganisationen und nimmt regelmäßig an von ihnen organisierten Aktionen teil, wie zum Beispiel zur Unterstützung von autistischen Kindern und ihren Familien. Er spendet auch Blut und hilft beim Kauf von medizinischer Ausrüstung. Prinz Hamdan spendet regelmäßig Geld für die Behandlung kranker Menschen. Ein junger Emirati, der in den USA lebte, erfuhr einmal, dass er an Krebs erkrankt war und ihm nicht mehr als 3 Jahre blieben. Die Chemotherapie half ihm nicht mehr, aber es gab eine Behandlungsmethode, für die ihm das Geld fehlte. Also veröffentlichte er ein Video mit der Bitte um Hilfe in den sozialen Medien. Die Instagram-Nutzer sammelten innerhalb weniger Tage über 600.000 Dollar. Der junge Mann war sehr überrascht, als er den Kommentar von Scheich Hamdan sah, der versprach, den Restbetrag der benötigten Summe zu bezahlen. "Du bist sehr mutig, wir sind bei dir", schrieb der Prinz. Scheich Hamdan führt mit großer Freude Gespräche mit Menschen und versucht, die Welt aus ihrer Perspektive zu betrachten. Er nimmt an Freundschaftsspielen im Basketball teil, die zwischen Behinderten stattfinden. Und der Scheich selbst spielt dabei in einem Rollstuhl. Eine der Hauptprobleme der Gegenwart ist der Mangel an körperlicher Aktivität. Scheich Hamdan möchte die Vereinigten Arabischen Emirate zu einem gesünderen Land machen. Er ist Mitglied im Sportrat von Dubai und nimmt mit großer Leidenschaft an sportlichen Veranstaltungen teil. Zu seinen Favoriten gehören der Spartan Race Hindernislauf und der jährliche Dubai Marathon. Scheich Hamdan setzt ein Beispiel mit seinen Trainingseinheiten im Fitnessstudio und zeigt sie in seinen Instagram-Stories. Außerdem nimmt er oft an Pferderennen teil, liebt Freitauchen und betreibt eine Vielzahl anderer Sportarten, von Schwimmen und Snowboarden bis hin zu Laufen und Tennis. Er hat sich einen Ruf als Extremsportler und Adrenalin-Junkie erworben, indem er Fallschirmsprünge macht. Das Laufen auf dem Flügel eines Flugzeugs, Flyboarding, Tauchen mit Elefanten, Spaziergänge auf Eisbergen. Fazza scheint alles ausprobiert zu haben, was den Atem stocken lässt. Aber vielleicht am mutigsten war die Eroberung des Burj Khalifa. Der Prinz kletterte auf die Spitze des Gebäudes und filmte sich selbst, während er am Gipfel festgeschnallt war. Das Video, das er mit der Beschriftung 828 Meter Freude veröffentlichte, sammelte Millionen von Aufrufen. Prinz Hamdan ist ein großer Fan neuer Technologien, von Robotern bis zu Weltraumraketen, und er möchte Dubai zur technologisch fortschrittlichsten Stadt der Welt machen. Er hat einen Preis für künstliche Intelligenz und Robotik in Höhe von 1 Million Dollar ins Leben gerufen. Außerdem engagiert sich der Prinz aktiv für die Förderung von Innovationen wie autonomen Taxis. Er hat exklusive Verträge über die Lieferung nicht nur von Land, sondern auch von fliegendem unbemanntem Transport abgeschlossen. Möglicherweise werden wir bald eine solche Zukunft sehen. Aber das ist noch nicht alles.
Prinz Hamdan leitet das Raumfahrtprogramm der Vereinigten Arabischen Emirate und nimmt an Raketenstarts ins All teil. Prinz Hamdan strebt danach, jedes Detail der Geschichte seines Landes zu bewahren. Sei es Poesie, Kamelrennen oder Falkenjagd. Die Falkenjagd war einst eine beliebte Beschäftigung des arabischen Adels, aber in den letzten Jahrzehnten ist ihre Popularität gesunken. Hamdan hat die jährliche Falknereimeisterschaft ins Leben gerufen und das Hamdan bin Mohammed Heritage Center in Dubai eröffnet, um die Kultur und das Erbe der Vereinigten Arabischen Emirate zu fördern. Scheich Hamdan versucht, das aussterbende Genre der Nabati-Dichtung für zukünftige Generationen zu bewahren. Er schreibt Gedichte in diesem Stil und veröffentlicht sie auf Instagram unter dem Pseudonym Fatza. Übrigens wurde Scheich Hamdan einmal bei einer Pressekonferenz gefragt, warum er sich den Spitznamen Fatza ausgesucht hat. Er antwortete: Wenn ich Ihnen sage, dass der Spitzname zufällig entstanden ist, werden Sie mir nicht glauben. Eines Tages kreuzte mein Weg in der Wüste den eines alten Mannes, als sein Auto im Sand stecken blieb. Zu dieser Zeit trainierte ich meinen Jagdfalken in der Wüste. Als ich den alten Mann sah, blieb ich stehen, um ihm zu helfen. Ich half ihm, das Auto aus dem Sand zu ziehen, und setzte mich dann in mein eigenes Auto, ohne auf Dankesworte zu warten. Und ich hörte eine starke und entschlossene Stimme: Du bist Fatza. Die Stimme des alten Mannes hatte einen starken Einfluss auf mich, und ich erinnere mich daran, wie er das Wort Fatza aussprach. Dieser Spitzname, den mir der alte Mann gab, wurde später mein zweiter Name. Fatza bedeutet auf Arabisch jemand, der selbstlos allen hilft, die in Not geraten sind. Das ist die Geschichte, die Prinz Hamdan erzählt hat. Wussten Sie davon? Schreiben Sie es in die Kommentare. Der Prinz besitzt einen eigenen Zoo, in dem viele exotische Tiere gehalten werden. Einmal half Prinz Hamdan einer Gruppe von Umweltschützern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die Hufe einer Giraffe zu kürzen. Und es gibt viele solcher Geschichten. Der Scheich unterstützt nicht nur Tiere, sondern auch viele Umweltinitiativen. Zum Beispiel beteiligt er sich an einem ökologischen Projekt zum Schutz von Schildkröten, in dem er jedes Jahr Jungtiere aus einer Tierzuchtfarm ins Meer freilässt. Heutzutage möchten immer mehr Menschen einflussreich und beliebt erscheinen, um bewundert zu werden. Aber echte Leiter geben einfach nur ein Beispiel und ihre Autorität und Beliebtheit sprechen für sich. Prinz Hamdan ist ein würdiges Vorbild. Er ist immer im Mittelpunkt des Geschehens und nimmt aktiv am Leben Dubais teil. Er braucht keine langen Reden zu halten. Sein Verhalten spricht für sich, und es scheint, dass die Emirate ein Land sind, in dem Leiter nicht nur mit Worten, sondern mit Taten vorangehen. Wie denken Sie darüber? Ist das alles eine große PR-Kampagne oder ist Prinz Hamdan wirklich ein Mensch mit einem großen und guten Herzen? Schreiben Sie in den Kommentaren. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie bitte einen Daumen nach oben und abonnieren Sie den Kanal. Sie werden noch viele interessante Videos sehen. Bis zum nächsten Mal.